wir starten zu mein altes Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren, was wir alles gemacht haben oder wie dieses Spiel überhaupt funktioniert. Wow, was ist das? Ah, ein wenig Werbung. Werbung ist gut, aber nicht gerade in dem Moment für mich. So, dann schauen wir mal. Wow. Genau, wir waren hier beim... das laggt aber ganz gut. Ach so, genau, ich musste drei Attraktionen reparieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie kann ich nochmal die ganzen Sachen benutzen? Wie kann ich in die Schatten einhergehen? Vorpreschen war Q. Space springen, Shift gehen, Interagieren E. Back. Wechseln, Vorpreschen. Also ist quasi dasselbe. Q und Rechtsklick. Probieren wir das mal. Ja. Ja, Q und Rechtsklick ist dasselbe. Ah, auf Linksklick können. Genau, da können wir in die Schatten wechseln. Und das war mal wieder scheiße fürs erste Mal. Ich habe schon lange das Spiel nicht mehr gespielt. Warum ruckelt das? Das Spiel ist doch voll alt und mein PC ist total gut. Das kann eigentlich nicht sein. Ich glaube, da oben war noch ein... ich musste, glaube ich... Ja. Um da raufzukommen, muss ich... Gar nichts. Okay, tot. Again. Das ist nicht gut. Ich weiß nur, dass da oben noch was war aus der Erinnerung. Schon ein bisschen her. Es sei denn, da ist es doch. Da ist das Ding, was ich haben will. Ich werde mir auch das nicht nehmen lassen. Ich muss nur gucken, dass ich nicht direkt hier runtergeschleudert werde. Komm jetzt. Doch nicht. Nein. Wie komme ich denn da hin? Ich muss irgendwas mit dem Licht machen. Ich will aber nicht den Schatten verlassen. Oder muss ich den verlassen? Stimmt, ich kann durch leichte Schatten hindurch, also dünne Schatten. Irgendwie passt mir das jetzt von dem Sound nicht. Sound, bisschen lauter. Eine von 15 Kugeln eingesammelt. Oh, genial, Tim. Super. Habe ich die wenigstens jetzt eingesammelt, die Kugel? Wehe nicht. Und ich habe sie eingesammelt, das heißt, ich muss hier nicht mehr hin. Ich muss ein paar Attraktionen reparieren. Und ich denke, das kriegen wir doch hin. Wow, ist die Kameraführung schnell? Habe ich immer so gespielt? Ich glaube schon. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass ich immer in jede kleine Ecke gegangen bin. Nur um... Look, there's the balloon. It got snagged, so they can't pull it down. Okay, wir müssen einen Ballon. Aber natürlich habe ich noch Luminaries, also diese komischen Kugeln. Ich hatte doch mehr. Hatte die nicht übernommen? Okay, ich brauche noch eine Lichtkugel, also ist das doch Pflicht, die zu sammeln. Damit wir uns in den Schatten schwingen können. So, das ist eine dauerhafte Schleife, okay. Ich weiß auf jeden Fall, was ich zu tun habe, nämlich... Komm. Wupp. Nein. Wow! Ja, da bin ich durchgeschleudert. Nein, 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 nein. Ja, ich hab sie. 2 von 15 Lichtkugeln. Also mit dem Ding können wir schon mal das Karussell anmachen, damit wir da wahrscheinlich hochkommen und die erste Attraktion bedienen bzw. anmachen können.
Come on. Nimm es mit und dann ist das Ding an. Ich muss sagen, das Spiel hat schon einiges. Ich muss mal ganz kurz zu Windows. Bin sofort wieder da für euch. Da ist es. Und weiter geht's. Ich weiß gar nicht, was in der Zwischenzeit mit dem Spiel passiert. Es pausiert. Und es laggt natürlich danach. Aus irgendeinem Grund, wenn ich aus Windows wiederkomme. Schattenmodus. Dann machen wir das doch. Ich glaube... Wir müssen... Fangen wir mal von dort hinten an. Ja. Ach, das müsste doch... Okay. So wollen wir das nicht haben. Ich könnte nicht da... Ich bin ja schon dabei. Ich suche... Ah, da kann ich drauf. Na komm, na komm. Nein. Nein, da muss ich drauf, okay. Zumindest glaube ich das. Ich kann dünne Schatten durchbrechen, das weiß ich. Achso, ich muss drauf, okay. Na komm. Perfekt. Hinten noch irgendwas machen? Ich glaube schon nicht. Geh einfach mal hin. Yay! Super! Whoop. Komm schon. Irgendwas muss da noch zu finden sein. Was haben so die Ad- No! No! Shit! Oh, ich muss wieder ganz von vorne anfangen. Ja, die Steuerung ist echt für Konsole ausgelegt, würde ich schon fast sagen. Also es ist wirklich arschschwer mit dem mit der Tastatur. Ach komm schon! Die Steuerung, Mann. Man kann doch ein bisschen was an der Steuerung machen, wenn man es auf PC portiert, ernsthaft. Ich bin kein Entwickler, aber das muss möglich sein, dass man nicht rumeiert wie nix. So, genau, jetzt muss es wechseln. Und er geht nicht in die Wand rein, wie vorhin. Warum nicht? Hör auf damit. Hör auf damit, du Charakter. So, das Pferd nehmen wir mit. Hier springen wir einmal durch die Wand, einmal oben rum. Und es geht nicht. Wieso nicht? Das bringt mir nichts. Und wenn ich noch ein bisschen was von der Story weiß, dann dass wir... Euer Ernst? Den Schuldeneintreibern... Das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt? Was ist damit los? Springt er 30 Kilometer weiter als letztes Mal? Komm schon. So, ganz vorsichtig. Wir springen dahin. Ja. Bisschen ruhiger das Ganze an. Ich hab nichts gedrückt und er geht da raus. Was ist das? Okay, das kann sich nur um Stunden halten und das kriegen wir hin. Ach. Ich drück wirklich nichts anderes als die Tasten und er springt aus dem Schatten raus. Also. Und perfekt, jetzt drücke ich nichts. Ich drücke
nichts anderes außer rechts und springen. Ich würde ja gerne. Geschafft. Und da ist die Lichtkugel. Ja, ich würde gerne meine Kugel mitnehmen. Vielen Dank, endlich. Und jetzt müssen wir das Ding wahrscheinlich aktivieren. Okay, das müssen dann wieder zurück. Oh, das wird ein Spaß. Das wird ein Huhn. Oh. Leute. Ist so scheiße schwer. Nicht hier runterzufallen. Okay, wir sind da. Space zum Hochziehen an einem Vorsprung. Sag mir nicht, ich kann da noch runterfallen. Ich schlag euch, wenn ich da runterfallen kann. Huh, geschafft. Müssen wir jetzt wirklich diesen Ballon da fertig machen? Sieht danach aus. Okay. Kann ich jetzt laufen, oder? Ich kann laufen. Hier kann ich nichts machen. Gehen wir mal hier weiter. Mich, ob die mich auch aus dem Schatten rausholen würden, wenn. Ich will es jetzt nicht testen. Dünne Schachten. Okay, das klappt. Yeah. Ich habe irgendeine Flasche gefunden. Ich sage ja, es lohnt sich jedes Mal abseits der Wege zu laufen. Einmal ganz kurz zum Windows. Windows läuft, alles klar. Jetzt laggt es bestimmt wieder. Oh ja, es laggt. Oh, und wie das laggt. Auf jeden Fall kann ich da hinten rum. Die Frage ist, muss ich da hinten rum? Was ist denn, wenn ich hier hinten lang gehe? Wehe, ich fall hier runter. Ich nicht. Okay, das Ding hier nur einmal. Hurra! Geschafft! Zwei weitere Attraktionen reparieren. Das kriegen wir hin. Tortugas Revenge, das hört sich gut an. Ah, okay. Alles klar. Na, das war ja einfach. Schatten. Wir können. Super. Nicht wie geplant, aber wir haben zumindest unsere Leuchtkugel, die wir haben wollten. Na, dann gucken wir mal, was wir hier noch sind. Ich kann in die Schatten bei Popcorn. Da würde ich sagen, wir gehen in Tortugas Revenge rein. Kann ja nur was vom Fluch der Karibik sein, so ähnlich. Oh, look at that. This looks amazing. It's amazing, is it?
Indem wir die Schatten benutzen. Ich habe da irgendwas zum Drehen, kann es sein? Bring Didi auf das Boot. Didi, ich bring dich auf das Boot. Ganz bestimmt. Ich habe irgendwas gesammelt. Es ist schön, dass es in solchen Spielen immer noch so super einfach ist. Oh yeah. Ich bin super strong. Super strong girl, aber was bringt mir das? Kann ich da das Licht irgendwie dämmen? Oder so? Wenn ich das abstelle? Oh ja. Ich hab mir schon fast gedacht, dass es so ist. Komisch, dass ich als eine Art Schatten selber noch einen Schatten habe, den ich nicht nutzen kann. Ja, das sieht prima aus. Aber was bringt mir das jetzt, das getan zu haben? Ach so, ich muss... Ich glaube, ich muss da hoch. Muss ich doch ein bisschen näher ran, denke ich. Komme ich aber niemals hoch. Obwohl. Auf jeden Fall da hinten. Ich muss mal gucken, wie ich da weiterkomme. Wenn ich jetzt hier reingehe. Na komm schon. Okay, da kann ich nicht weiter. Da auch nicht. Probieren wir mal ein bisschen rumzubacken. Ob das klappt. Oder auch nicht. Funktioniert nicht. Gehen wir mal ein Stück weiter. Ich möchte gerne da hinten hin, irgendwie. Oder zumindest in eine der Sachen. Na, das war schon mal ein guter Anfang. Fast. So. Wow, was war das denn für eine Combo? Ich glaube nicht, dass das so geplant ist. Plan gewesen ist, aber gut. Das probiere ich nochmal. Ich muss einfach mehr Linksklick dann machen, okay. Raus da. Das probieren wir jetzt noch ein, zwei Mal, dann sind wir bestimmt hinten drüben. Auch wenn das so nicht geplant ist. Egal, einfach mal machen. Doppelsprung und dann. Ha! Da sagt man einer, das geht nicht. Das muss ich immer springen, rechtsklick und raus. Springen, rechtsklick, raus. Keine Ahnung, ob das so geplant war. Auf jeden Fall bin ich oben. Das reicht. Yes, ma'am. Wir gehen die, was auch immer, Segel setzen. Okay, und ich hatte... Aber natürlich kann ich das öffnen. Aber natürlich. Da ist der Schalter. Okay. Da muss eine Kiste drauf, definitiv.
Kiste. Machen wir mal Zelda-like Rätsel. Ja. Kiste sitzt. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir das andere Tor aufmachen. Wie kommen wir da hin? Das Licht. Ich könnte ja... Nein, könnte ich nicht. Ich muss das Ding drehen. Gehe ich mal von aus. Da komme ich nicht rein. Drehen wir einfach mal. Okay, man kann nur nach unten drehen, das Ding. Mal so wird's gehen. Würdest du bitte rausgehen? Oh, es dreht sich zurück. Okay. Ich muss es einmal komplett hochdrehen. Okay. Schatten wieder raus. Jetzt irgendwie dort hoch. Wahrscheinlich auf die rechte oder die linke Seite? Auf die rechte Seite muss ich. No! Ich hätte doch. Nein, das war falsch. Versuchen auf die linke Seite zu kommen. Na! So. Und wir sind oben. Vielleicht auch nicht so, wie wir es normalerweise hätten machen sollen. Und eine Leuchtkugel. Nehmen wir mit. Brauchen wir ja bekanntlich. Die Kiste brauchen wir sowieso. Also nehmen wir sie auch mit. Supergirl nimmt die Kiste mit. Die packen wir hinten drauf. Oh, wieso kann ich die Kiste da nicht reinstellen? Rätsel gelöst, gehe ich mal von aus. Sind wir drin? Wir sind immer noch nicht drin. Was habe ich denn damit jetzt gemacht? Keine Ahnung. Drehen wir nochmal das Ding. Ehrlich gesagt, gar keine Ahnung. Gucken wir nochmal nach, was wir so machen können. Vielleicht können wir noch irgendwie doch auf die andere Seite. Ach komm. Ach, diese Steuerung. Hör doch mal auf. Manche Spiele sollten echt nicht auf dem PC erscheinen. Das ist ja echt horrible, ist das. Mein Licht hier nicht irgendwas mit? Moment, da stand irgendwas mit. Achso, in den Schatten. Ich kann da hinten hin. Die Frage ist, was bringt mir das? Jetzt da hingehe. Oder auch nicht, kann ich nicht. Will da bitte rein? Muss ich die Kiste jetzt hier wegnehmen oder was? Nein. Kann ich die andere Kiste wegnehmen? Auch nicht. Ich kann nur wieder drehen. Ach, da oben ist noch was. Gar nicht gesehen. Alles klar, alles klar. Rätsel gelöst. Da sag mal einer.
Ernsthaft, du kannst sie an jeder Ecke festhangen, nur nicht an sowas. Oh. Spiel. Verarsch mich nicht. Na, immerhin ist der Party jetzt nicht ganz so schwer. Aber wir müssen ja dieses Schattenfeature deutlich nutzen, sonst wäre das Spiel ja... Uns fehlt noch eine Kiste. Wo ist denn die andere? Die letzte Kiste. Oben hatten wir eine. Hier ist auch eine. Was war da hinten? Hier ist keine. Bringt mir nicht wirklich weiter. Vielleicht kann ich ja... Bleib bloß nicht stehen, du Scheißrad. Es bleibt stehen! Ich krieg zu viel. Obwohl, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Nee, kann mich da nicht festhalten. Ich kann da auch wahrscheinlich nicht hoch. Und dort oben ist auch keine Kiste. Wie komme ich da weiter? Nicht. Mein Name ist irgendwas. Kann trotzdem nicht weiter. Komm schon. Wo ist die letzte Kiste? Ich kann damit nichts mehr machen, damit nichts mehr machen. Ich gehe nochmal oben gucken, ob eine war. Ich bin mir nicht sicher, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich noch machen kann. Vielleicht ist irgendwo was zum Runterwerfen, was ich noch nicht gefunden habe. Muss ja irgendwas auf der anderen Seite sein. Kann gar nicht anders sein. Erstmal hier hoch, damit ich mir einen Überblick verschaffen kann, was jetzt wo ist. Okay, da ist auf jeden Fall keine Kiste, da komme ich nicht dran. Hier oben ist auch nichts, was ich mitnehmen kann und muss. Kann ich irgendwas runterwerfen? Nein, kann ich nicht. Und wenn ich... Ach komm, ey, ich hab doch nicht nach vorne gedrückt. Wäre schön, wenn ich einen Weg finden würde, die Türen offen zu halten. Och, sie kommt da nicht rum. Machen wir unseren Special Jump, vielleicht bringt der was. Könntest du bitte durchgehen? Geh bitte durch. Nein, es geht nicht durch. Nee, ich komme hier nicht weiter. Ich gehe mal zurück. Vielleicht ist da irgendwo noch eine Kiste, die ich wie auch immer mitnehmen kann. Doch nicht, ey. Tja, dann werde ich wohl das Rätsel falsch gelöst haben. Gehe ich mal stark von aus. Wie soll ich die Kiste denn jetzt da hochkriegen? Ich schätze mal, ich hätte diese Kiste. Kann ich die werfen? Nein, kann ich nicht. Man kann Gegenstände in den Schatten schmeißen. Das ist gut. Dann machen wir das doch. Kriegen wir hin. Definitiv. Problem gelöst.
noch mit dem Gegenstand in den Schatten rein. Ob das wirklich funktioniert. Geht. Sehr gut. Das ist immerhin ein relativ einfacher Part, was das angeht. Man sieht ja, die Hitbox ist ja riesig von dem Ding. Und einmal raus. Absetzen. Und schon ist das Rätsel gelöst. Absetzen. Perfekt. Nächstes Spielzeug fertig. Alles klar, machen wir. Interagieren, damit wir das Ding nehmen. Wir erstmal das Ding mit. Gut, dass ich das gemacht habe. Sonst wären wir wahrscheinlich weggefahren. Das Tentakel aus dem Weg. Sagt man nicht den Tentakel? So, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Dürfte ja jetzt nicht ganz so schwer sein. Ja, da haben wir es doch schon. Und weiter. Ja, ob das so geplant ist? In einem Real-Life-Karussell? Also, das fahre die Kanonen erneut ab. Das kriegen wir doch wohl hin. Nehmen wir nochmal drücken. Na gut, der ist kein... Bringt uns nämlich nichts. Wenn keine Kugel da ist, wir brauchen auf jeden Fall eine Kugel. Ich glaube, wir können da nicht rein. Wir müssen da vorne rein. Wow. Nee, das ist nicht unser Weg. Vorne ist eine Kugel, die will ich haben. Oder auch nicht. Immer ich drauf gedrückt habe dafür. Hat funktioniert. Hier ist noch eine Glitzerkugel, die will ich haben. Glitzerkugel gesammelt. Nope. So. So, das Ding nehmen wir wieder mit und fahren es erneut ab. Warum auch immer ich das tun soll. Aber wie soll ich... Achso, ich kann ja mit... Gott, ich teleportiere mich einfach rauf. Warum auch nicht? Wäre nicht mein erster Gedanken gewesen. Aber gut. So, wo muss ich das Ding ablegen? Hier muss ich das Ding ablegen. Bitteschön. Und tschüss. Sag mir nicht, du kannst das Ding nicht grabben.
Super, das hat mir nichts gebracht. Danke. 30.000 Zwischensequenzen. So. Bitteschön. Noch einmal, bitte. Das kriegst du ja wohl hin jetzt. Okay, das Ding ist kaputt. Es kann nicht so weit runter. Das heißt, wir müssen das Ding irgendwo draufstellen. Wer hätte das gedacht? Wo finde ich jetzt die Kiste dafür? Ich brauche eine Kiste zum Draufstellen. Wo soll die sein? Aber da komme ich doch niemals hin. Ups. Sehr kurios. Schon. Muss ich hier hinten durch? Fehler gemacht. Aber so komme ich auch hier hin. So muss ich denn dann da in den Schatten, wenn ich auch so dahin komme? Gibt es irgendeinen Grund dafür? Gibt es nicht. Kurz auf Escape drücken. Passt. Mal den Lag abwarten. Na, wieso komme ich da nicht rauf? Die Kugel ist da, aber es fehlt irgendwas. Nein, 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 nein. Oh, ich bin runtergefallen. Ich muss auf jeden Fall da hinten hoch. Oder da. Das wird wahrscheinlich auch gehen. Zu spät. Verdammt. Und nochmal den ganzen Weg von vorne. Was ein Mist. So. Komm jetzt aber. Zack. Ich muss mein Ding jetzt mal ein bisschen entfernen. Scheiß hier. Wollen wir ja nicht. So. Das dürfte doch jetzt um einiges besser zu hören sein. Schatten. Wieso brauchen wir denn hier? Egal. Gehen wir mal hier rein. So, hier waren wir schon. Wir wissen genau, wir müssen dort oben rauf. Mal gar nicht. Das ist doch. Boah. Okay. Wow, no! Oh! Ernsthaft! Oh. Das gibt's doch nicht. Nochmal. No, wo bin ich denn jetzt hier? Hier wollte ich gar nicht hin. Auch nicht hin. Nochmal das Ganze. Das gibt's doch nicht. Schon zum fünften Mal. Okay, jetzt sind wir drin. Noch einmal rauf. Das Ganze nochmal. Okay, jetzt bin ich hier. Was bringt mir das? Gar nichts. Doch, ich bin auf irgendwo oben. Ah, vielleicht hier. Aber nur vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht mal ein paar Jump-Einlagen ohne Schatten. Ja, weniger. Ich glaube, das ist eine Sackgasse hier. Oben könnte noch was sein, oder ich muss das Ding da oben reparieren. Wie komme ich denn da rauf?
eventuell darüber springen. Dann ergibt das da hinten auch Sinn. Ja, man muss erstmal ein, zwei Wege laufen, um den Weg kennenzulernen. Ist da hinten nicht noch irgendwas, was leuchtet? Nee, auch nicht. Verdammter Weg! Das gibt's doch nicht. Egal, ich probiere das nochmal. Rechts ist auf jeden Fall nichts, da bin ich mir sicher. Umdrehe, da ist gar nichts, da komme ich nicht lang. Ich habe schon gedacht, es muss doch einen Grund geben, weswegen das Teil hier ist. Arschlecken, ernsthaft? Ich das nochmal zum nochmal. Vielleicht liegt hier auch einfach eine Scheiße, aber das kann nicht sein. Das sieht doch direkt kaputt aus. Sei denn, du schießt jetzt. Wenn du jetzt schießt. Nein, tut es nicht. Es muss auf eine Kiste gelegt werden. Oder. Oder. Ich leg das einfach da rein. Vielleicht geht das ja. Och Mann, hör auf zu drücken. Einfach mal ausprobieren. Vielleicht ist das ja so einfach, dass ich mich... Nein, ich kann nicht springen. Oder aber doch. Hier lang gehe. Den Arm nicht aus dem Weg. Ich krieg den Arm nicht aus dem Weg. Zumindest kann ich das Teil im Schatten lassen. Ist auch nicht schlecht. Nein. Vielleicht kann man ein bisschen rumbuggen. Vielleicht geht das ja. Ah! Okay. Die Schattenkugel soll laufen. Vielleicht geht das ja. Gucken wir mal. Würde mich wundern, wenn. Aber man kann es ja mal probieren. Tatsächlich! Was soll die jetzt ausrichten? Aber es ist, sieht zumindest richtig aus. Ha! Genial! Das muss man erstmal wissen. Genau, verschwinde den Schlitz, der größer ist als das Ding selber. Und wir können mit Didi weiterfahren. Wo ist das Ding? Da hinten. Yay, eine neue Fahrt. Einsteigen. Einsteigen. No, wir sind doomed. Das war's. Ach, wie geil. Okay, das Ding verpasse den letzten Schlag. Ja, womit denn? Da müssen wir auf jeden Fall schon mal hin. Ist aber geil gemacht, das ist... Kann ich denn da hin? Ich glaube schon. Kann ich denn da hoch? Da kann ich sogar auch hoch. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so vorgesehen ist, dass ich von der Seite kommen sollte, aber
gut, das Spiel hat ja einige Bugs. Also, dass ich mich einfach hochteleportieren kann. Das macht es doch ein bisschen einfacher. Also, ich muss wahrscheinlich hier rein. Moment. W und S. Was bediene ich denn damit? Ach, das Ding. Ich weiß nicht mehr, was die Ausgangsposition war. Ich lasse das einfach mal so. Ach, das ist das Boot, okay. Und das Boot muss ich absenken. Gut, kriegen wir hin. Ah, es geht um den Schatten. Den ich benutzen muss, um da auf die Kanonenkugel zu kommen. Okay, so käme ich da wahrscheinlich nicht hoch und so komme ich darauf. Alles klar. Dann machen wir das doch. Hi Schatten. Aber hier waren wir doch vorhin auch, ohne das Ding. Ja, ist der Bug, wie gesagt. Kann ich da rein? Das bringt mir aber gar nichts. Ich drücke E und nichts passiert. Wo ist die Kugel? Sag mir nicht, ich muss sie aus dem anderen Raum holen. Euer Ernst? Nee. Wo ist die Kugel? Super. Andere Kugel, wo haben wir dich? Gut, das heißt, wir müssen das Ding erstmal absenken, wenn ich denn überhaupt irgendwie da wieder hochkomme. Ich bin das Seil da hoch. Nein. Vorhin kam ich so easy da hoch, aber jetzt wahrscheinlich da hinten erstmal absenken. Nee, Quatsch. Das passt. Ich komme da ja hoch. Nehmen wir das Ding mit auf unsere Reise. Setzen das Ding jetzt in die Kanonenkugel und verpassen dem Kraken den letzten Hieb, möchte man sagen. Teleportieren uns dahin. Perfekt. Ist das euer Ernst? Könntest du? Nein, kannst du nicht. Kannst du es denn vielleicht von hier aus aufnehmen? Tatsächlich. Na, dann buggen wir eben. Ist egal. Soll mir recht sein. Funktioniert ja. So, einmal durch die Seite reingesteckt. Warum auch nicht? Yeah, bam! Frisst Asskrake. Nein, wir haben nichts kaputt gemacht. Das sah alles geplant aus. Hooray! Das ist unser Ausgangstyp. Natürlich hat man das. I bet there's just like one thing he forgot to do, and that's why the whole ride isn't working. It's probably in the control room or the engine room or something like that. Natürlich, ein 10-jähriges Kind weiß alles. Hey, this is that maintenance room I was talking about. Why didn't Dad do it?
Könntest du vielleicht weniger schnell laufen? Ich weiß nicht, wo du bist. Gut, das werde ich gleich in Angriff nehmen, aber nicht jetzt. Nein. Nee, ich will die Kugel hinten haben. Irgendwie kann man da rein. Wahrscheinlich kann ich da durchbrechen. Ups. Okay, hier ist kein Schatten und kein Licht. Dieses Licht reicht nicht. Dieses Licht auch nicht. Kann ich irgendwo runter? Ach, da ist das doch. Perfekt. Gierig bin ich nach den Dingern. Perfekt. Seht es euch an. Wir haben das Fahrgeschäft repariert. Tortugas Revenge ist zurückgekehrt. So, perfekt. Brauchen wir nur noch eins. So, einen kurzen Cut und gleich